Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ghostbox von Raf Camora. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ghost von Raf Camora, das Ganze im April 2016 erschienen. Wir haben hier eine schwarze Box, das Ganze hier im Querformat gestaltet. Wir haben hier eine Skyline zu sehen, eine Skyline bei Nacht mit jede Menge Lichtern und das Ganze hier in dieser Rabenform, die wir mittlerweile auch kennen von Rafs Modelabel Corbeau. Also es ist so mehr oder weniger der Metallrabe, der Zukunftsrabe. Hier rechts haben wir dann noch asiatische Schriftzeichen und hier lesen wir dann in weißer Schrift Raf Camora. Oben haben wir so diverse, 1, 2, 3, 4, 5 so Streifen, wo wir auch wieder Raf vor diesen beleuchteten Gebäuden sehen. Unten ebenso und links lesen wir nochmal Ghost mit diesen türkisen Schriftzeichen. Auf der Unterseite haben wir dann wieder diesen Raben und die Credits und einen Barcode. Alles klar. So, das Ganze geht dann hier auf der Seite auf. Und die Box ist echt sehr schwer. Das ist dem Inhalt geschuldet, denn wir haben hier echt jede Menge drin. Wir haben hier einmal ein Lookbook von Corbeau. Dann haben wir eine Autogrammkarte, ein Poster, die Ghost Notes, ein Shirt, das Album Ghost, die Instrumentals zum Album. Und dann auch noch die Bonus-EP, der Bonusinhalt Schwarze Materie. So, von innen glatt weiß. Packen die Box mal zur Seite. Und nachdem hier nichts mehr aus der Folie zu holen ist, starten wir direkt mit dem Album. Also, so sieht das Ganze aus. Ghost von Raf Camora. Hier oben lesen wir Independenza präsentiert, das ist ja das Label von Raf. Dann hier den Interpretennamen Ghost, hier wieder die Zeichen und genau dieser ist dann auch hier abgebildet. Also Raf Camora sieht uns hier an mit einer sehr interessanten Oberkörperstruktur. Also seine Haut ist hier so schwarz-türkis bemalt. Links gibt es wieder den Raben und auch hier in der Seite lesen wir Ghost. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Raf Camora Ghost lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks an der Zahl und wir haben hier Features von Contra K, Matrix, Bones MC und Farid Bang. Credits und Barcode darunter. Es ist das vierte Soloalbum von Raf. So, bevor wir die CD anschauen, kommen wir mal kurz zum Booklet. Hier haben wir noch einen Einleger. Was lesen wir hier? Teilnahmeticket, Game of Ghosts. Okay, also da konnte man damals ein Treffen mit Raf gewinnen für zwei Personen in Barcelona. Das ist wohl mittlerweile vorbei. Also das sind noch die Bedingungen bzw. die Teilnahmekriterien. So sieht dann das Booklet aus. Relativ dünn gehalten. Wir haben hier die einzelnen Tracks aufgelistet mit Info, wer produziert hat und wer den Text geschrieben hat. Und natürlich auch, wer gefeatured wurde. Raf hier in diesem Fall vor dieser Skyline wieder in schwarz-weiß. Ich glaube, es ist genau, es ist dieses Foto hier, das wir auch schon von der Box kennen. Also, das ist hier dann einmal in Farbe auf der Box und hier dann im Booklet schwarz-weiß. So, dann haben wir noch die Infos zum Album natürlich. Mixing, Mastering, Executive Producer und. Also alle relevanten Infos hier mit dabei. Auch dieses Foto hatten wir auf der Box. Moment, wo war es? Genau hier. Also hier einmal in Farbe und einmal hier in Schwarz-Weiß. Das Booklet generell sehr düster. Die einzigen Farbelemente sind hier wirklich die Features. Und zum Abschluss gibt es dann nochmal hier diesen Raben. So, dann packen wir auch den Einleger zum Gewinnspiel wieder rein. Und so sieht dann die CD aus. Raf Camora Ghost. Jawohl. Auf der Rückseite wieder Raf in schwarz-weiß abgebildet. So sieht das aus.
Dann haben wir passend zum Album auch noch die Instrumentals dabei. Die kommen in einer Papphülle. Und auf der Rückseite haben wir auch hier 16 Tracks. Also keine Skits oder Lückenfüller. 16 Tracks ergeben hier dann auch wirklich 16 Beats, 16 Instrumentals. So sieht die CD aus. Kommt in einer Papphülle. Und wir haben noch eine weitere Hülle, ein weiteres Digipack. Hier lesen wir Schwarze Materie, Inedi 3.0. Dann haben wir hier diese beiden Hände, die sich hier fast berühren. Schwarze Materie, Inedi 3.0, Camorra. Alles klar. Also, es gibt hier zwei Teile. Einmal Inedi von Camorra und einmal Inedi 3.0. Bedeutet, wir haben hier dann auch tatsächlich zwei CDs. Einmal hier 3.0, einmal Camorra. Also, wie der Titel schon vermuten lässt, diese Tracks dann eher so im RAF 3.0 Stil gehalten. Wir haben hier dann 8 Stück. Und bei diesen 8 Tracks haben wir auch wieder Features mit dabei. Die sind hier dann angeführt. Also wir haben hier Features von Niklas Budinski, wenn ich das richtig lese. Und dann haben wir Features von Morten Yoshimitsu und Daddy Super und nochmals Daddy Super. Also einige Features hier auf die 8 Tracks verteilt. Und wir haben noch eine Bonus-CD, eben diese sogenannte Camorra, Inedi Camorra. Und hier haben wir dann nochmal 8 Tracks. Und hier sind dann auch nochmal Leute gefeatured, nämlich Camo Caputo, Haze und Lyrik und BTNG. Also jede Menge Musik hier mit dabei. Wenn ich jetzt kurz mal zusammenrechne, also 16 Tracks auf dem Album plus 8 plus 8 auf dieser schwarzen Materie, also allein das sind schon 32 Tracks. Dann haben wir natürlich auch noch die Instrumentals. Dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei. Die ist im Hochformat gehalten, hier RAF abgebildet in Corbeau Longsleeve. RAF Camorra lesen wir oben in weißer Schrift. Sehr schön. Rückseite blank weiß. So muss das sein. Ein Poster ist natürlich mit dabei. Und zwar eines im Querformat. So sieht das aus. Beziehungsweise, ja, ist eigentlich quadratisch, mehr oder weniger. Wir haben hier RAF abgebildet. Er dürfte wohl hier auf einem Dach sitzend abgelichtet sein. So sieht das aus im Hintergrund, die Gebäude und oben rechts wieder dieser Schriftzug. Sieht ganz ehrlich, ja, es könnte natürlich auch in Asien aufgenommen worden sein. Ja, oder vielleicht auch in Wien oder Berlin. Muss ich ehrlich sagen, ich kann das nicht genau erkennen, aber könnte durchaus auch eine europäische Stadt sein. Rein so, wenn ich die Häuser sehe. Gut möglich. So, dann packen wir auch das Poster wieder zusammen. Und kommen zu etwas, was es sehr selten gibt in Boxen, und zwar ist das ein Lookbook. Denn Corbeau wurde ja damals so gelauncht, das Label von RAF, und die erste Kollektion hieß damals eben Kraus Robots, daher auch dieser Metallrabe. Hier einmal das Logo. Was lesen wir hier? Im Rhythmus der ständig wachsenden Metropolen verliert der Wandelnde niemals sein Ziel aus den Augen. Okay, also hier lesen wir, wie Corbeau überhaupt zu deuten ist oder was so die Message dahinter ist. Corbeau ist ja, glaube ich, aus dem, bin mir jetzt gar nicht sicher, Lateinischen und heißt Rabe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hier haben wir einen Hoodie, dann hier so eine Jacken-Kapuzen-Kombination, ein Halstuch. Ein Shirt, so sieht das aus. Also, hier diverse Sachen, die man von Corbeau erwerben kann. Könnt ihr euch natürlich dann im Detail ansehen. Einfach kurz das Video anhalten. Ich gehe das jetzt nur so schnell durch. Jawohl. Und dann schließt das hier noch mit Corbeau Ghost. Und hier habt ihr noch einen Gutscheincode. Der ist allerdings seit Mai 2016 scheinbar abgelaufen. Gut, so viel dazu. Aber damit nicht genug. Wir haben auch noch RAF Camorras Ghost Notes. Also hier ein Textbuch. Auch hier wieder in diesem Ghost Design gehalten mit diesem Raben. Und dann haben wir hier
diverse Zeilen, aber das hier ist dann das Interessante. Und zwar haben wir hier die Erklärung der Ghost Notes. Und zwar ist das hier so ein Hintergrundbericht zu diesem Album. Also einerseits erfährt man hier so Sachen über den Entstehungsprozess. Hier kann man das sehen. Die Leute, die da auch noch beteiligt waren. Aber, ja, hier sind auch noch Beteiligte. Aber vor allem geht es dann um, genau, um die Lyrics und Notes. Bedeutet, wir haben hier wirklich jeden Track Wort für Wort abgetippt, also die Lyrics hier erfasst. Und wir haben dann auch noch hier persönliche Zeilen von Raff, wo er einfach erklärt, wo der Song entstanden ist, was so seine Intention war, warum hat er diesen Song geschrieben, was hat er damit verarbeitet oder was wollte er damit aussagen. Also jede Menge Infos. Das Ganze dann auch noch hier zwischendurch gespickt mit Fotos von diversen Videodrehs. Und eben jede Menge Texterklärungen. Ja, gefällt mir richtig gut. Ist echt mal so ein persönlicher Inhalt und lässt so ein bisschen mehr die Tracks oder den Entstehungsprozess verstehen. Würde ich mir öfter wünschen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann, wie so oft, ein Shirt. Das Shirt in schwarz und weiß gehalten. Hier oben wieder diese türkisen Schriftzeichen. Aber ansonsten hier wirklich komplett in schwarz und weiß. Wir haben hier diese Codes. Dreimal. In der Mitte groß der Rabe, darunter dann Raff Camora zu lesen. Auf der Rückseite haben wir nichts, also kein Neckprint. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt mal wieder zusammen. Und dann fassen wir wie immer zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, das Ghost Shirt in Schwarz-Weiß und Türkis. Einmal die Ghost Notes hier in diesem Textbuch. Dann das Corbeau Lookbook. Das Poster einseitig bedruckt. Die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat. Die beiden Bonus-EPs, schwarze Materie mit jeweils 8 Tracks. Die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich mit nochmal 16 Tracks. Also wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, 16 Tracks plus 16 Tracks der schwarzen Materie sind 32 Tracks. Und wenn man die Instrumentals dazu zählt, 48 Tracks. Also das ist echt eine unfassbare Menge. Da ist jede Menge Musik dabei. Das alles in dieser wunderbaren Box Ghost von Raff Camora. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Raff Camora unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.